Das Wort hat die Kollegin Eva Bulling-Schröter von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Einschätzung zu Cancun scheint ja durchaus positiv zu sein, selbst bei den meisten Umweltverbänden, abgesehen vom BUND. Aber ich halte diesen Jubel eben nicht für angebracht, denn an den Verhandlungsergebnissen kann es ja wohl nicht liegen. Und ich habe mich gefragt, warum schätzen die das so ein? Und ich vermute, dass es eher so eine Art Stockholm-Syndrom ist. Sie erinnern sich, Geiseln solidarisieren sich in scheinbar aussichtsloser Lage gelegentlich mit den Geiselnehmern. Und als Geiselnehmer bezeichne ich diejenigen, die mittlerweile seit Jahrzehnten blockieren. Und hier geht es nicht um die Regierung von Bolivien, sondern um die USA, Japan oder verschiedene Ölstaaten. Staaten mit enormer Wirtschaftskraft und hohem CO2-Ausstoß. Es geht um Länder und Interessengruppen, die der Weltgemeinschaft zynisch ihre Regeln aufzwingen. Und die heißen Umweltschutz nur so weit, wie es Konzerne und Establishment zulassen. Und an diesen Staaten orientieren sich dann gerne Schwellenländer, die nicht einsehen, warum gerade sie auf Wachstum verzichten sollen. Und das ist ja klar, ihr Pro-Kopf-Ausstoß, China und Indien, ist wesentlich niedriger und das müssen wir auch immer wieder betonen. Ja, und die EU soll dann erst in Vorleistungen gehen, wenn andere Industriestaaten mitziehen. Die Bundesregierung unterstützt immer noch diese passive Haltung bis heute und Frau Kanzlerin Merkel blockiert hier. Und ich denke mal, hier muss die Opposition Herrn Rötten jetzt einmal mächtig unterstützen, damit das noch was wird. Für uns heißt der wichtigste Schluss aus Cancun, die EU muss sofort und bedingungslos die 30% Verpflichtung CO2-Reduzierung aufgrund von 1990 jetzt endlich mal beschließen. 20% sind ein Witz, wenn wir die Beschlüsse von Cancun ernst nehmen. Das ist einfach dringend notwendig. Und was heißt es? Die Industriestaaten, ist ja in Cancun diskutiert worden, sollen 25-40% bis 2020 mindern. Steht zwar so nicht drin, wird zwar immer behauptet, steht aber leider nicht so drin, nur als Kenntnisnahme der entsprechenden Stelle im UN-Klimabericht. Aber ich denke, das sollte uns ausreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Wirklichkeit liegt der Jubel über Cancun nur an den heruntergeschraubten Erwartungen. Und das Ergebnis ist halt leider sehr mager. Das 2-Prozent-Ziel wird nach Kopenhagen und den G8 nun schon zum dritten Mal gefeiert. Und da frage ich mich, welchen Fortschritt nach 15 Jahren Wissenschaft über Klimawandel und seine Folgen, nach 15 Jahren. Und ich halte es auch für eine tolle Leistung, dass konkrete Minderungsziele wiederum vertagt wurden. Es gibt keine konkreten Minderungsziele. Im Dokument kein einziges verbindliches Ziel, nicht einmal für Gruppen oder Länder, nicht mal als Langfristziel bis 2050. Und schauen Sie sich die freiwilligen Zusagen an. Wenn ich das zusammenzähle, dann liege ich bei 3,5 Grad Klimaerwärmung, können auch noch mehr sein. Also herzlichen Glückwunsch. Und im Übrigen hat Bolivien recht, denn bei 2 Grad Erwärmung wird der Meeresspiegel um 2 bis 3 Meter steigen. Da haben die nun mal recht. Und die Abgeordneten von Bangladesch haben uns klar gemacht, bei 1 Meter Meeresspiegelerhöhung 18% der Landesfläche werden versinken. Und es betrifft dann halt mal 30 Millionen Menschen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sind keine Peanuts. Und was passiert denn mit den Umweltflüchtlingen dann? Ja, also in Cancun blieb wieder vollkommen offen, welche Industriestaaten in welcher Höhe die Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen im globalen Süden bezahlen. Und da ist es eben nicht richtig, was die Frau Kopp sagt. Fragen Sie doch mal Oxfam und die Initiativen. Wir reden also wieder von ungedeckten Schecks. Auch keine Einigung zum globalen Waldschutz, dafür die unsägliche CO2-Verpressung als vermeintliches Klimaschutzinstrument etabliert. Und im Dokument steht, es werde sichergestellt, dass zwischen dem Auslaufen des Kyoto-Protokolls 2012 und einem neuen Abkommen keine Lücke entsteht.
auch das nur Prosa. Auf die Ratifizierung hat die UN eben überhaupt keinen Einfluss. Beim Kyoto-Abkommen hat das 7 Jahre gedauert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Naja, also zum Schluss sicher kleine Fortschritte in Cancun. Der größte Erfolg war für uns, dass der UN-Prozess nicht gescheitert ist. Das muss man so sagen. Aus klimapolitischer Sicht, was notwendig wäre, ja, stehen wir leider nach 18 Jahren Klimadiplomatie wieder am Anfang.